Willkommen zurück bei Enderal. In der letzten Folge haben wir hier hinten die Gruft auseinandergenommen, alles geplündert, hoffe ich doch, und ziehen unsere Wege weiter Richtung Ark. Mal gucken, ob unser Esel noch hier hinten rumsteht. Nö, den hatten wir da irgendwo geparkt. Oh! Na sowas. Doch horch. Ich höre doch von irgendwo ein Tier. Da. Oh, ein junger Schwarzbär sogar. Oh Gott, wo kommt der denn her? Uiuiui, der haut aber rein, wenn er trifft. Oh, da ist aber jemand fast tot, wa? Ich hoffe, wir sind jetzt noch nicht tot. Gott sei Dank. Ach, der ist aber schon tot. Ach, meine Fresse. Der hat aber reingehauen. Ha! Nanu? Noch eine Eisbranke. Och. Zwei Stück hier. Die scheinen auch gar nicht so selten zu sein, ne? Vielleicht steht ja hier oben noch einer rum. Hoch mit dir! Nee, hier scheint auch nichts weiter zu sein. Na gut, lasst uns erstmal wieder weitergehen. So. Ich höre doch schon wieder Getier. Wir essen mal ein bisschen was. Eine Karotte. So. Sind wir hier schon vorbeigekommen? Nee, ne? Oh, hallo. Oh, hier liegt aber viel Blut rum. Toter Schürfer. Nanu? Oh. Lichtbruchmine entdeckt. Welche Schurken treiben sich hier herum? Was ist denn das? Ach du Scheiße. Hopp, ein Valkyr. Fuck, da kommt noch ein Zweiter. Leck mich am Arsch, hauen die rein. Oh, lädt aber schön schnell. Andere Taktik. Ja, genau. Schieß vorbei, Idiot. Genau, schieß nochmal vorbei. Fuck, das müssen noch mehr sein. Ja, komm schon, den einen noch. Komm schon, hauen weg! Ja! Fieber direkt auf 30 gestiegen. Okay, eventuell hätte ich nicht gleich 4, 5 trinken müssen. Oh, der nächste. Oh, fuck. Kaputt, Alter. Ah, Drecks-Vatüren, was zur Hölle?
So. Der Kanistenfieber dürfte wieder auf 0% sein. Meine Güte. Junge, Junge, die hauen aber rein. Das Gute wäre, also ich, ja, hätten wir auch später wiederkommen können und dann locker den ein paar von Latz hauen. Die leveln ja Gott sei Dank nicht mit. Hat aber gerade so gereicht. Ein Krustenbrot. Bücher. Bett. Noch ein Bett. Dass die mich aber so zeitig mitgekriegt haben, das fand ich nicht so geil. Auch jetzt beim zweiten oder, ja, das zweite Mal jetzt, als ich reingeschlichen bin. Oh Gott. Das sieht doch schon wieder danach aus, als ob hier irgend... Oh, verdammt. Hier schon wieder. Lala. Bleibst du hier? Hat doch gelacht. Ach, Gott sei Dank. Ach, wir können doch, glaube ich, sind wir nicht noch ein Level aufgestiegen? Wir haben noch einen Erinnerungspunkt. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, was wir vorhatten, was ich skillen wollte. Aber den können wir ruhig mal noch demnächst investieren. Noch ein toter Schürfer. Stahlhandschuhe. Ein Bauplan. Cool. Oh. Kohle, Kohle, Kohle. Nachwurzelmine. Okay. Vielleicht waren die ja bloß draußen zugange, die Türen. Nein, das ist wieder einer. Dürft du. Fieser Sack. Alter. Gibt's nicht, ey. Die hauen aber rein. Jetzt will ich's aber auch wissen. Ja, du fieser Sack. Okay, diesmal mache ich gar keinen Schaden. Komm schon. Easy. Schon wieder oder was? Fuck, 2. Könnt ihr vergessen. Das mache ich nicht nochmal mit. Nanu? Nanu? Bin ich jetzt hier runtergefallen? Scheiße. Nein! Geld.
Was hat denn die Vatüren hierher getrieben? Oh Gott. Scheiße. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir sind. Bin ich jetzt wieder im Kampf, oder? Nö, doch. Fuck. Wo kommt der denn her? Alle beide. Nein, ich hänge fest. Ich hänge. Nein. Oh, das ging zu schnell. Alter. So, ist mir jetzt egal. Das tue ich mir nicht an. Ist gerade am Abend. Ich wollte bloß noch zwei Ründchen schön aufnehmen. Das ist mir jetzt zu viel Stress. Da kommen wir später nochmal wieder und hauen den ordentlichen Paar aufs Maul. Das gibt's doch nicht. Okay. Einer dieser Orte, für die wir noch ein bisschen zu schwach sind, aber später. Hat er noch die Laufanimation drin gehabt? Später gibt's ordentlich aufs Maul. Verdammt nochmal. Vatüren, ey. Ich weiß gar nicht, hatten wir schon mal so ein Vieh gesehen? Ich glaube nicht, ne? So. Wieder weiter Richtung Ark. Wo ist denn eigentlich mein Esel? Das dauert komischerweise immer ein bisschen, bis ich draufklicken kann. Jetzt. Komm her, Freda. Ich kann auch eine Fackel tragen. Ah, tatsächlich. Zumindest geht das Licht an. So. Süden. Da lang, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr. Umgestürzter Wagen mit Blut. Dreckiges Vieh. Oh. Ein Trankmischer-Rucksack. Lederschild, Kelch. Miese Schwein. Esel? Oh. Hm. Gib dein Fell her. Komm schon. Ja, super. Ich glaube, hier sind wir aber verkehrt, oder? Weiß nicht, da ist jemand. Ah, verdammt. Doch ein Straßendieb. Hätte ja mal jemand Nettes sein können. Welches rechts meinen die denn jetzt?
Das hier. Oder das. Ich bin gerade verwirrt. Scheißdreck, von wo sind wir gekommen? Von hier. Okay, dann hier lang. Hoffe ich. Nee, das kann nicht sein. Wir müssen zurück. Bin ich echt ein bisschen verfranst, ne? Das hier kennen wir doch. Hier hing doch Jesper fest. Das war doch die kleine Ruine. Genau. Okay, dann hier drüber. Oder? Nee. Halt. Pferd. Esel. So. Doch hier rechts lang. Steht doch hier drauf, ne? Genau. Jetzt sind wir wieder auf dem richtigen Weg. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass wir uns einfach mal so ein bisschen in den Ark umsehen. Hier war immer noch der Totenschädel in der Luft. Noch langsam laufen. Freda ist auch erstmal wieder da, wo wir sie her haben. Oder ihn. Keine Ahnung, ob das ein männlicher oder ein weiblicher Esel ist. So. Das Gesicht kenne ich doch. Danke nochmal für die Hilfe. Ich hoffe, Wirbelsturm geht's gut. Jo. Okay, dann nochmal nach Ark. Und langsam mal hier ein bisschen umschauen, was hier so Sache ist, was es hier gibt. So, wunderschön. Da hat es mir das Spiel beendet. Starten wir es einfach nochmal. Mittlerweile bricht die Aufnahme nicht mehr ab, weil ich das halt... Oh Gott, wo hat es denn vorher gespeichert? Scheiße, ich hoffe nicht bei den Vatüren. Ah, okay. Doch ein paar Meter entfernt. Müssen wir nochmal hinreiten. So, komm Wirbelsturm. Auf geht's. Tja, schade. Reite doch schon wieder falsch, oder? Nee, jetzt ist richtig. Sind wir hier vorhin lang gekommen? Nee, das ist doch jetzt wieder was anderes. Scheint aber auch über den Weg zu gehen. Oh Gott. Da hinten ist Ark, da müssen wir hin. Genau, wir sind vorhin einfach bloß außen rum geritten, oder? Den anderen Weg halt ganz einfach. Das ist eine kleine Hütte. Oh, ein Fuchs. Ich hatte das vorher eigentlich immer gemacht. Nochmal gespeichert, bevor ich irgendwo rein oder raus bin. Gerade wegen diesem Crash zum Desktop halt.
Machen wir heute ein bisschen länger. So, davon ist arg. Da wollen wir hin. Wieder. Hallo? Lass mich vorbei, Reittier. So, speichern und auf ein neues. Drück die Daumen, dass diesmal klappt. Jo, wunderbar. Hat funktioniert? Sehr schön. Was? Oh, natürlich. Lass uns mal handeln. Können wir direkt mal ein bisschen was verkaufen, bevor wir loslegen. Bogen weg. Wie er den Mund offen stehen hat. Ja, komm, reicht erstmal. So, jetzt sind wir in Ark. Ich weiß nur überhaupt nicht wohin. Wir müssen irgendwie mit Jesper auf dem Marktplatz reden. So, die Quest. Also irgendwo in die Richtung. Na, wir gehen erstmal hier lang. Schreitet wohl. Ah, okay. Ark Kasernenviertel? Nö, da möchte ich eigentlich noch nicht hin. Marktplatz Unterstadt, Südviertel, Adelsviertel, Sonnentempel und Hafen auch nach rechts. Okay. Wahre Frauen kämpfen für Freiheit, Frieden und den rechten Weg. Okay. Kommt zur Stadtgarde. Fremdenviertel entdeckt. Acker Doppelbock. So dass Magie in euch entbrennt, so hadert nicht einen Moment. Dem Orden sollt ihr Kunde tun, will euer Herz in Frieden ruhen. Denn wer nicht lenken kann, dem wird sehr bald der Geist versagen. So, gut gereimt. Tanzt dich frei mit, boah, was heißt das? Tahuti? Die Schrift sieht sehr schön aus, aber ich kann die kaum entziffern, ey. Jede Dämmerung am Honigfluss. Okay. Hohepriester Sepharon rezitiert die Heilige Schrift. Wahre Frauen nochmal. Zum tanzenden Nomaden. Oh, er ist schon fett abgedanzt. Hey Meister. Irgendwann ist dann aber auch mal Malfas zum Gruß. Klar, was darf sein? Ah,
Aha, gebackene Kartoffel. Das ist gar nicht so schlecht, ne? Guck mal, sättigt für 540 Sekunden. Kostet auch nicht viel, ich nehme das mal mit. Offensichtlich. Nur wenn man weiß, worauf man achten muss. Ich habe selbst fremdländisches Blut in mir. Baal Hiszel. Erfreut, eure Bekanntschaft zu machen. Sagt, Fremdländer, wenn ihr neu hier seid, sucht ihr vielleicht Arbeit? Ich bin selbst nicht von hier und suche eine tatkräftige Hand. Was wollt ihr von mir? Ich will, dass ihr etwas für mich findet. Wisst ihr, ich bin Heiler. Genau wie mein Vater und mein Großvater auch. Als mein Großvater nach Enderal kam, tat er das im Auftrag einer Arka-Edelfrau. Eine noble Dame, die die Wissenschaft und die Heilkunst zu schätzen wusste. Lange Rede, kurzer Sinn. Mein Großvater verbrachte einen Großteil seines Lebens in einer alten Festung nahe dem zerstörten Dorf Nebelheim. Gemeinsam mit einem guten Dutzend anderer Apothekarii. Mein Vater sollte damals in seine Fußstapfen treten, aber bevor er eine Chance dazu hatte, brach die Pilzplage aus. Die Pilzplage? Meinte die Verseuchung des Flüsterwaldes? Die meine ich, ja. Hatte das mit den Forschungen zu tun? Das ist die Frage, die ich mir ebenfalls stelle. Wie ihr euch denken könnt, sind ihr bereits mehrere nachgegangen. Und offiziell heißt es nein. Die Pilzplage war ein magisches Phänomen. Ein Fluch, wie die Bauern sagen, mehr nicht. Ich glaube aber, das ist nicht die ganze Wahrheit. Ich habe in den letzten 5 Jahren Nachforschungen angestellt. Und mittlerweile glaube ich, die Plage wurde absichtlich herbeigeführt. Absichtlich herbeigeführt? Warum sollte jemand willentlich einen ganzen Landstrich verpesten? Das sollt ihr für mich herausfinden. Reist zur alten Festung nahe Nebelheim. Dort haben wir damals geforscht. Und wenn ihr eine Antwort für mich findet, soll es nicht zu eurem Nachteil sein. Warum geht ihr nicht einfach selbst? Schaut mich an. Dann habt ihr die Antwort. Erwähnenswert ist wohl auch noch, dass seit diesem roten Wahnsinn gefühlte Armeen verunglückter Wanderer den Flüsterwald jetzt als Verlorene durchstreifen. Es ist zu gefährlich, um es auf den Punkt zu bringen. Deswegen wird es auch nicht zu eurem Nachteil sein, wenn ihr mir helft. Gut, ich werde sehen, was ich tun kann, wie komme ich zu dieser Festung und wonach soll ich dort suchen. Nach Aufzeichnungen, Proben und allem anderen, was von Relevanz sein könnte. Seht euch einfach um. Hier, ich markiere euch die Festung auf eurer Karte. Am besten nehmt ihr den Myraden nach Nebelheim. Im alten Hafen dort findet ihr das Haus, in dem mein Großvater gelebt hat. Und dort, in einer alten Kommode, sollte sich auch noch der Schlüssel für die Festung befinden. Ich wünsche euch viel Glück. Wenn ihr das Material habt, treffen wir uns in der Unterstadt am Wasserberg. Dort ist mein Labor. Und danke. Wirklich. Ah, einer aus der Unterstadt. Okay. Das können wir dann irgendwann mal machen. Heißt das, wenn ich die Myraden dann freigeschaltet habe, dass ich dann gleich überall hinfliegen kann, zu allen anderen Myradentüren? Ach, hier wieder dieses Kartenspiel.
Schön, direkt ein Zaun vorm Gesicht. Okay, ich würde sagen, wir machen hier beim nächsten Mal weiter. Jesper wartet wohl da hinten schon auf uns. Und bis dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Wünsche euch noch einen schönen Tag, schreitet wohl und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.